Willkommen zu einer Reise in die Tiefen des Verfalls, in ein verlassenes Haus, das einst Leben beherbergte, nun jedoch von düsteren Geheimnissen umgeben ist. Betrete mit mir diesen Ort des Vergessens, wo jede Ecke eine neue Gefahr birgt und jedes Relikt der Vergangenheit eine Geschichte zu erzählen hat. Dieses verlassene Haus, noch immer komplett eingerichtet und von der Zeit vergessen, scheint eingefroren in einem düsteren Albtraum. Alte Geräte zeugen von vergangenen Zeiten, während verrottende Autos stumm ihre Geschichten im Vorgarten flüstern. Doch trotz des scheinbaren Stillstands lauert in jeder Ecke des Hauses eine Gefahr, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Das ist eines der verschimmelsten Lost Places, die ich bisher besucht habe. Ich habe wirklich noch nie so viel Schimmel gesehen. Das ist schon fast Museumscharakter, diese Schreibmaschine hier. Der alte Fernseher, das alte Radio. Also dumm können die hier nicht gewesen sein, die gewohnt haben. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Hier draußen gibt es echt noch was sehr, sehr Feines. Begleite mich auf eine Reise in die dunklen Abgründe dieses verlassenen Hauses, wo die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen. Tauche ein in die düstere Atmosphäre dieses verlassenen Ortes und lüfte die Geheimnisse, die dort im Verborgenen lauern. Da haben wir das erste kleine Häuschen und ich traue mich hier kaum reinzugehen. Im ersten Raum, das sieht aus wie ein altes Büro. Direkt am Eingang gibt es einen alten Rechner. Da ist sogar noch alles vorhanden. Außerdem sehr, sehr viel Gerümpel. Da hinten haben wir noch Aktenordner und an der Wand gibt es einen Kalender von 2008, 2009. Weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Ich würde gerne auch dahin gehen, aber auf dem Boden steht alles voll. Weiter als hier geht's nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann hier nicht durchgehen. Und ich will ja auch nicht durchgehen. Also eigentlich will ich schon durchgehen, nur es geht nicht. Ich weiß ja nicht, was hier früher in diesem Häuschen gemacht wurde, aber es hat ein eigenes Büro. Vielleicht hatten die irgendwie eine kleine Autowerkstatt oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung. Ich gehe mal von einer Autowerkstatt aus, weil halt vorne die Autos stehen, die wir gleich noch sehen werden. Dann können wir hier da rausgehen, gegenüber in den Raum. Das sieht aus wie der alte Schuppen. Reingehen brauchen wir da nicht. Dann sehen wir ein altes Fahrrad. Hinten ein bisschen Gartenzeugs, Gartenschlauch, Rasenmäher. Das war's dann auch. Dann gehen wir durch den Regen mal in das Wohngebäude. Durch die Haustür geht's dann rein. Boah. Und hier wachsen schon auf der Treppe irgendwelche Pilze und übertriebenster Schimmel. Alter Falter. Boah, hier sieht's ja sehr, sehr, sehr schimmelig aus. Alles verschimmelt hier, die Klamotten, alles. Krass. Diese Truhe auf dem Boden hat durch das Anfang vom Schimmel komplett befallen hier in der Flur. So lange können wir in der Location aber hier nicht bleiben. Das ist dann irgendwann gesundheitsgefährdend. Und wir müssen ja echt aufpassen, dass wir hier nirgendwo einstürzen. Hier geht's in den Keller direkt. Der Stromzähler, der läuft nicht mehr. Das würde mich aber wundern. Gehen wir direkt durch. Eieiei. Boah. Guckt euch das an. Und guckt euch das hier an der Decke an. Alter Verwalter. Wenn wir links um die Ecke gucken, sieht das aus wie das alte Esszimmer. Guckt euch diesen Schrank an. Das ganze Haus hier ist echt komplett verschimmelt. Was haben wir da? Das ist der alte Personalausweis, was von dem Händler hier gewohnt hat. Das werde ich natürlich für euch verpixeln. Geboren am 31.08.1925. Alles hier echt ekelhaft. Das ist die alte Küche. Guckt euch mal diese Decke an. Wie die runterkommt mittlerweile. Die alten Holzpaneelen. Da stehen nur die ganzen Töpfe, die alten Dosen, die ganzen anderen Küchenutensilien. Da in der Ecke ist auch noch eine ominöse Tür, aber die kann ich nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich geht sie zur Toilette, die da hinten war. Links an der Wand gab es dann noch so ein Regal für Spielzeugautos oder sowas. Und ganz viele Bildchen.
Das ist eines der verschimmelsten Lost Places, die ich bisher besucht habe. Ich habe wirklich noch nie so viel Schimmel gesehen. Zum Glück ist das hier dann feucht und wirklich so aufgewirbelt, sodass man diese ganzen Schimmelsporen einatmet. Auf der linken Seite eine CD von Wir sind Helden und einen Kamin. Rechts um der Ecke sehen wir dann so einen richtig alten Fernseher. Und jetzt wissen wir auch, warum es schimmelt. Hier ist alles offen, sperrangelweit. Das ist schon fast Museumscharakter, diese Schreibmaschine hier. Der alte Fernseher, das alte Radio. Ah, oh, solche Möbel gefallen mir wieder. Sehr, sehr schön. Und was haben wir hier? Was ist das denn? Weiß zufällig einer von euch, was das ist? Ich kenne das nicht, das ist... Ich habe keine Ahnung. Das habe ich noch nie gesehen. Also wenn einer weiß, was das sein könnte, könnt ihr es gerne in die Kommentare unten schreiben. Ich weiß es nicht. In den Schränken gibt es noch ein paar Gesellschaftsspiele. Monopoly, Karawane oder Karawane, besser gesagt. Wer wird Millionär? Die Gläser stehen ja alle noch drin. Wie sich das Holz hier biegt durch die Feuchtigkeit, den Gläsern. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mal ein schönes Häuschen war. Das ist alles schön urig eingerichtet. Auf dem Boden gibt es auch noch ein altes Radio, alte Zeitschriften. Und wenn wir hochschwenken, guck euch mal diese Bücher an. Das ist heftig. Komplett durchgeschimmelt. Dann können wir weiter durchgehen. Ins Wohnzimmer. Und hier tropft es durch. Wenn wir es da unten sehen auf dem Boden, da ist schon eine richtige Pfütze. Und das ist dann wohl der Wohnzimmerbereich. Sehr schön, aber hier gab es mehrere Couches. Couchen? Couches? Eins, zwei, drei. Das ist wieder eine Aufteilung, die verstehe ich nicht. Warum sind hier drei Couch-Ecken drin? War es mal ein Couchverkauf oder was? Dann gibt es hier noch Plakate von irgendeiner Wahl. Schauen wir uns erst rechts um. Und direkt sieht man wieder alles voller schimmeliger Bücher. Alte CDs. Was haben wir da? Party Power Pack Volume 3 Rock Superstars. Oh ja. Ganz schön auch diese alten Modellschiffe. Amerika 1851. Und selbst die sind komplett zugeschimmelt. In dem Schrank gibt es dann noch Schallplatten. Bob Marley sehe ich gerade. Das sind die alten Abspielgeräte. Und auch wieder eine Menge CDs. In dem Bereich, wo wir uns gerade befinden, geht es mit dem Schimmel eigentlich. Es war am Eingang viel, viel schlimmer gewesen. Ich möchte hier ehrlich gesagt gar nichts berühren. Deswegen suche ich mir jetzt gerade einen Weg, wie man da hinkommt. Da sind nämlich noch zu Briefe. Irgendein Tier hat hier rumgenagt an der Couch und da gibt es noch Briefe mit einer Frau als Adressatin. Das sind Briefe von Kreditreform von 2009. Da war wohl jemand in Verzug. Da hat der Bewohner Baustoffe gekauft und anscheinend nicht bezahlt. Und dann kam das Inkassounternehmen. Da in der Ecke ist noch eine alte Heizung, eine sehr alte Heizung und ein alter Fernseher. Da gibt es echt so viel zu sehen. Das ist heftig. Damals war es bestimmt sehr, sehr schön hier. Mal weitergehen. Bei dem alten Kamin, wo es durchtropft. Der Eimer bringt auch nicht mehr viel. Und, boah, ich will eigentlich gar nicht nach oben gehen. Guckt euch mal an, der Metallträger, der hängt da schon auf 7:30. Diese Location hier ist mit echt ziemlich viel Vorsicht zu genießen. Da sind wir auch eine Sitzecke. Genauso wie hier. War das mal einfach nur ein Wohnhaus? War das ein Verkaufsraum? War das, ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht erkennen, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr ja Bescheid. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal eure Meinung da unten in die Kommentare schreibt, was das mal hier war. Ob das nur ein Wohnhaus war oder
Verkaufsraum oder sowas. Auf dem Tisch liegen noch ein paar Notizen, Unterlagen, Bücher. Draußen ist auch schon alles verwildert. Da sehen wir das erste Boot. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Dann sind wir hier unten in diesem Bereich fertig und gehen mal nach unten in den Keller. An der Flur haben wir das weltbekannte Schimmelbild. Man kann hier wirklich vor lauter Schimmel ja nichts mehr erkennen. Überhaupt nicht. Krass. Ich hole mal kurz vorsichtig in den Kellerraum. Also der Kellerraum scheint noch intakt zu sein. Hier sind überall Steindecken und kein Holz. Und deswegen kann man das ganze Ding hier gefahrlos betreten. Hier unten zumindest. Hier haben wir noch eine alte Küche oder eine Küchenzeile. Wenn man vielleicht etwas gebraten hat, was gestunken hat. Hier sind überall kleine Krabbelfiecher. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie sehen könnt. Auf dem Kalender. Machen wir irgendeine Skakta-Kamera aus Dresden. Ich kenne die Marke nicht, keine Ahnung. Da haben wir noch ein bisschen Schrumpfschlauch an der Wand hängen und eine Uhr mit dem Hintergrund eines Liedes. Und das Lied heißt auch Die Uhr. Aha. Was gibt's hier Tolles? Ein paar Sachen in den Schränken. Der alte Heizungskeller. Wie verrostet das ja schon ist. Und da im Keller haben wir ganz viele alte Radios. Guckt euch die an. Leider schimmeln die auch schon vor sich hin. Können wir wieder zurückgehen? Also Keller sind da eh nicht so mein Metier, ne? Und wenn es im Auto, das heißt, ich bin hier alleine im Häuschen. Hier ist ein kleiner Abstellkeller auf der Autoreifen. Und Lebensmittel, sonst nichts Spannendes. Und in diesem Kellerraum ist auch wieder nur ein Abstellraum oder Werkraum. Wir haben diverse Ersatzteile in den Schränken liegen. Dann können wir jetzt wieder nach oben gehen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich die Treppen hochgehen soll, weil die sind aus Holz. Und das sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Boah, ist das scheiße hier. Ich leck mich am Arsch. Ich bin oben, aber ich halte mich nicht lange auf. Ich werde auch hier nicht viele Räume betreten, nur einmal von außen reingucken. Das ist mir definitiv zu gefährlich, wie wir gerade gesehen haben, dass unten die Decke schon runterkommt an manchen Stellen. Gucken wir kurz schnell hier rein. Das ist ein altes Badezimmer mit einer riesen Dusche. Auf dem Boden so ein paar Sektpullen leere, beziehungsweise der ganze Boden voll. Da hinten noch ein paar Utensilien von der Frau, die mal hier gelebt hat. Hier gibt es das alte Schlafzimmer im nächsten Raum. Boah, hier stinkt es echt ekelhaft. Boah. Ich möchte hier echt nicht weiter reingehen. Ich habe da echt zu viel Schiss gerade vor. Guckt euch das an. Das Geländer ist schon von der Wand komplett abgerissen, runtergefallen, verfallen. Weiter im Flur haben wir noch einen Schrank. Auch wieder Bücher. Ein Zertifikat der Frau, die hier gewohnt hat. Bauspar- und Finanzierungsfachfrau, okay. Wurde nach dem Ausbildungsprogramm der Landesbausparkassen in Theorie und Praxis ausgebildet. Durch erfolgreiche Teilnahme an Fachseminaren und intensiven Trainings im eigenen Marktbezirk erwarb sie die Qualifikation als Bauspar- und Fachfinanzierungsfrau. Interessant. Also dumm können die hier nicht gewesen sein, die gewohnt haben. Im Regal stehen noch alte Aktenordner und ganz interessant ein Kalender vom Juni 2019. Grünkohlkönig 2019, was ist denn hier los? Also ganz ehrlich, das kann ich nicht glauben. Das ist sehr, sehr komisch. Hier haben wir auch noch ein Badezimmer. Vielleicht hatten die Frau und der Mann getrennte Badezimmer. Vielleicht haben sie sich nicht mehr verstanden. Denn auf den Briefen stehen nicht dieselben Nachnamen. Vielleicht haben die sich zerschritten. Der eine hat dann da gewohnt, der andere da.
Gute Frage. Im Boden gibt es ja noch einen sehr aktuellen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht von 1910. Jetzt fallen direkt diese alten Krücken hier auf, seht ihr die? Und ja, das Schlafzimmer mit dem Riesenbett. Also ich glaube, die Personen, die hier gewohnt haben, hatten mal echt dicke Kohle. Warum ich das jetzt denke, sehen wir gleich draußen noch einmal. Und das Wasser noch hier oben, es stinkt auch, ich will auch wieder runter. Ich fühle mich hier echt nicht sicher, überhaupt nicht. Ganz vorsichtig die Treppe runtergehen, wir haben nicht einbrechen. Die sind echt weich. Und da der Schimmel, ich kann es euch nochmal zeigen. Und der Pilz, hier wächst sogar schon Pilz an der Treppe. Seht ihr das? Da ist einer, da wächst Pilz, überall wächst Pilz hier. Schnell raus hier jetzt. Endlich frische Luft, ey. Eieiei. Einmal tief durchatmen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil dieses Ortes. Ich meine, er ist ja schon spannend an sich, nur halt ziemlich schimmelig und pilzig. Aber hier draußen gibt es echt noch was sehr, sehr Feines. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und hier haben wir das erste Brot. Morke YCN oder sowas. Morke 3. Bestimmt irgendwas Schwedisches oder Norwegisches. Links daneben gibt es noch einen alten Anhänger. Und selbst dieses Boot ist schon übertriebenst am Gammeln. Sehr, sehr, sehr schade. Echt schade um dieses schöne Boot. Cool wäre, wenn es ein Liebhaber sowas wieder aufmotzen würde, aber jetzt gammelt es vor sich hin. Und vor dem Boot gibt es dann sowas wieder. Guckt euch diese alten Autos an. Mit einem Surfbrett oben drauf. In grün. Und weiß einer, was das ist? Einer von euch? Drinnen nicht nur Gerümpel rum. Guckt euch mal die schönen alten Armaturen an. Gefällt mir echt. Und schon rausgefunden, was es ist? Genau. Natürlich ist es ein Skoda. Da ich ja nicht so der Auto-Fetischist bin, weiß ich jetzt nicht, welches Baujahr. Ich würde mal schätzen, so 50er, 60er irgendwann. Ich finde es echt schade, dass hier sowas verkommen muss. Dann soll man das in Hände geben, die sich um sowas kümmern, die sowas restaurieren, die sowas dann ausstellen oder sowas. Nein, wird gammelt hier vor sich rum. Wie das Boot und die anderen beiden. Autos, auch Skodas. Da ein Skoda als Cabrio, hier als Coupé, glaube ich. Und der ist ein Kombi. Auch wenn ich jetzt nicht so der Enthusiast für Autos bin, da blutet einem doch schon leicht das Herz, sowas zu sehen, dass da was Schönes verrottet. Und nun sind wir am Ende von dieser Location. Im Haus war es echt sehr, sehr schimmelig. Ich merke es auch ein bisschen im Hals. Das ist so leicht am Kratzen. Man sollte dieses Lost Place am besten eigentlich gar nicht betreten. Und wenn es unbedingt sein muss, mit einer Maske oder so. Denn die Luft darin ist wirklich ziemlich, ja, eklig. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch die schönen Autos. Was mit dem Besitzer passiert ist, konnten wir jetzt nicht rausfinden. Wir haben einen Brief gefunden von einem Inkasso-Unternehmen. Vielleicht hatten die irgendwie übertriebenste Schulden, obwohl das eigentlich aussah, als wenn die viel Geld gehabt hätten. Oder vielleicht war das auch mehr Schein als sein. Gute Frage, nächste Frage. Das können wir natürlich nicht beantworten. Auch wenn das Ding so schimmelig war, es war ein sehr, sehr spannendes Lost Place, finde ich. Und ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video auch gefallen. Ansonsten bleibt zu dieser Location nicht mehr viel zu sagen. In diesem Sinne, bleibt stabil, bis zum nächsten Video.